Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Abarth steht immer noch auf der Bühne, das heißt, wir waren noch nicht auf dem Prüfstand. Das hat allerdings auch einen guten Grund, weil noch wird nicht gefahren. Das heißt, noch können wir das Auto noch besser für die Saison vorbereiten. Das Video wird ein bisschen trauriger, weil wir bauen tatsächlich mal Gewicht in das Auto rein. Und ihr wisst, wie sehr ich das Thema Leichtbau betreibe. Aber heute gibt es einen Punkt, wo ich der Meinung bin, hier sollten wir lieber ruhig ein bisschen Vorsorge betreiben und ein bisschen Gewicht einbauen. Ob das Auto dadurch langsamer wird, glaube ich nicht. Ich glaube, das Auto wird schneller. Aber das seht ihr im Laufe der Zeit. Ja, was machen wir? Wir bauen in Anführungsstrichen eine Fake-NOS-Anlage ein. Hat eigentlich rein gar nichts mit NOS zu tun, sondern es geht heute um den Kollegen und um den Kollegen. Wir bauen eine Wassermethanol-Einspritzung. Kurz mal zur Technik. Warum Wassermethanol-Einspritzung? Was ist das? Ich sag gleich von vornherein, bisher war es nicht notwendig. Eine Wassermethanol-Einspritzung baut man dann ein, wenn das Ladeluftsystem zu klein ist. Das heißt, die Ansauglufttemperatur ist zu hoch. Eine hohe Ansauglufttemperatur ist gerade auf der Rennstrecke wirklich nicht gut fürs System, weil sich einfach alles aufheizt. Egal ob es Turbolader, also das Gehäuse, die Rohre, der Kühler, die Ansaugbrücke, der Zylinderkopf, einfach alles. Wenn ihr einen Föhn anmacht, ist wie, so ein bisschen wie ein Heißluftföhn. Also ein Motor, wo die Ladeluftkühlung nicht gut funktioniert, wird dauerhaft von innen mit einem Heißluftföhn warm gemacht. Ist einfach nicht gut. Bisher, dank unserem XXL Wagner-Kühler, der hier vorne drin hängt, der auch wirklich geil angeströmt wird, haben wir da keine Probleme. Bisher sind wir allerdings auch nicht so viel Leistung gefahren. Das heißt, um ein paar Zahlen zu nennen, wir waren bisher so bei 40, 44 Grad Ansauglufttemperatur. Das ist wirklich für 2 Bar, die wir schon gefahren sind, nicht viel. Aber ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl, da wo ich hin will. Plus, wir sind bisher nur im Oktober und November gefahren und nur auf dem Bilsterberg und in Oschersleben. Jeder, der ein bisschen Rennstrecke fährt, weiß, dass das jetzt keine Strecken sind, wo man auch mal einen vierten, fünften lange voll drauf hält. Ja, mal gucken, was noch kommt. Deswegen glaube ich, ist es besser, wir bauen diese Wassermethanol ein. Was macht die Wassermethanol? Wir haben diesen dezenten Tank, da kommen wir später zu, diese Pumpe. Diese Pumpe wird über das Steuergerät angetaktet. Nicht dauerhaft, sondern sie wird einfach nur dann angetaktet, wenn wir es für sinnvoll halten. In meinem Fall, vermute ich mal, wird das ab vierte Gang sein. Bis zum vierten Gang, denke ich mal, werden wir ohne fahren und nur vierte, fünfte Gang die Wassermethanol anmachen. Das Problem ist, diese Pumpe ist nicht regelbar, die kann nur an oder aus. Das heißt, in dem Moment, wo wir sie anmachen, spritzen wir alles ein, was die Düsen hergeben. Es gibt verschiedene Größen der Düsen, das heißt, die muss man gut auslegen. Und man nimmt natürlich ein bisschen Kraftstoff über das Steuergerät zurück, dass am Ende der Lambda-Wert wieder passt. So, in unserem Fall haben wir damals schon in weiser Voraussicht. Da unten drin seht ihr Düse Nummer 1. Dann habe ich zusätzlich noch eine weitere Düse in dem Druckrohr zwischen Turbolader und Ladeluftkühler. Das heißt, ja, ihr habt richtig gehört, 2 Düsen. Warum 2 Düsen? Die erste Düse sitzt hinter dem Turbolader und kühlt die Luft erstmal schon mal vor dem Ladeluftkühler auf ein gesundes Niveau runter. Man darf nicht vergessen, je nach Turbolader und je nach Last kann es schon passieren, dass die Luft mit 200 Grad aus diesem Turbolader rauskommt. Ne? So, das heißt, wenn der Ladeluftkühler vorne, der Luftluftkühler, dann von 200 Grad auf 40 Grad runter muss, ist das natürlich deutlich mehr Kühlung, also der Kühler muss deutlich mehr kühlen, als wenn wir vom Ladeluftkühler immerhin schon mal runterkühlen auf, ich sage jetzt mal vorsichtig, 100 Grad. So, das heißt, die erste Düse zwischen Turbolader und Ladeluftkühler ist nur für die Kühlung da. Die zweite Düse, die zwischen Drosselklappe und Ladeluftkühler sitzt, ist nicht nur zur Kühlung da, weil in unserem Fall wird die Luft aus dem Ladeluftkühler schon mal kühl genug rauskommen, sondern da wir eine Mischung aus Wasser, Wasser kühlt am besten, weil beim Verdampfen, also wir spritzen das Wasser ja flüssig in die Rohre, das heißt, durch die Temperatur verdampft das Wasser und durch das Verdampfen wird Energie in Form von Temperatur aus der Luft rausgezogen und die Luft kühlt sich ab. So, das heißt, das Wasser und die Verdampfungsenergie von Wasser ist am höchsten, deswegen macht man da Wasser rein, weil Wasser, also ein Liter Wasser kann am meisten Energie / Temperatur aufnehmen. Das Wasser Methanol ist der zweite Zusatz. Wir fahren eine 50-50 Mischung, weil die noch nicht brennbar ist. Das heißt, selbst wenn mal was undicht wird, hat man nicht gleich große Baustelle. Sorgt für die Klopffestigkeit. Das heißt, wir spritzen zwischen Ladeluftkühler und Ladeluftkühler auch nochmal eine Dosis Methanol ein, was hoffentlich zur Folge hat, dass A,
sowohl Brennraum als auch Abgastemperatur ein bisschen runtergeht. Aber für uns ist am wichtigsten, dass selbst diese langen Vollgaspassagen, wo wir wirklich mal 10, 15, 20 Sekunden vielleicht Volllast fahren, wahrscheinlich mit den Kollegen hier irgendwo um die 350, 400 PS, nicht immer, aber es wird mal vorkommen, dass in dem Moment nicht irgendwo sich Hitzenester bilden und das Ding anfängt zu klingeln und entweder Variante 1 ist Leistung zurücknimmt und wir werden immer langsamer von Runde zu Runde, weil man darf nicht vergessen, wir wollen ja nicht nur eine Runde fahren, sondern das Auto soll so gebaut werden, dass man am Ende auch ein paar Runden, Stunden am Stück fahren kann. Und genau deswegen spritzen wir zusätzlich dieses Methanol noch ein, was einfach die Temperatur runterbringt und klopffest ist, weil wir nebeln in dem Fall mit zwei Düsen Methanol in die Luft ein, bevor Kraftstoff dazukommt. Das heißt, diese Luft ist schon so krass angereichert mit dem Methanol, dass da eigentlich fast nichts mehr klopfen kann, weil Methanol so krass klopffest ist. Ich will jetzt nicht wieder aufs Thema Klopfen eingehen, haben wir schon ein paar Mal erklärt. Das müsst ihr jetzt einfach in dem Fall so hinnehmen, sonst wird das Video nämlich wieder unendlich lang. Dieses ganze System funktioniert natürlich nur richtig gut, wenn wir viel einspritzen. Weil in dem Fall ist es tatsächlich so, je mehr Wassermethanol wir in die Rohre reindrücken, je mehr kühlt es und je klopffester wird es. Das heißt, in unserem Fall zwei Düsen. Beide Düsen haben ungefähr 250 Kubik mal 2, ist also ein halber Liter die Minute, die wir einspritzen. Jetzt muss man dazu sagen, halber Liter die Minute klingt ja echt krass viel, weil in diesen Tank hier gehen, glaube ich, knappe 30 Liter rein. Das heißt, der wäre ja ratzfatz leer. Aber ihr dürft nicht vergessen, das spritzen wir ja nur ein, vierte, fünfte Gang. Wenn ich jetzt als Beispiel mal eine normale Runde Bilster Berg nehme oder eine andere Strecke, ich sag mal vorsichtig, lasst es 30 Sekunden an einer Runde sein, die wir im vierten und fünften draufstehen, wo die Anlage aktiv ist. Das heißt, wir haben 30 Sekunden einen halben Liter die Minute. Das heißt, wir brauchen pro Runde ein Viertel Liter. Das heißt, wenn jetzt hier 20 Liter drin sind, schaffen wir somit 80 Runden, bis dieser Tank leer ist. Das heißt, ich behaupte einfach mal, dass man einen Tag, also einen Track Day, wo man meistens so irgendwas zwischen 70 und 150 Runden fährt, ohne Probleme mit diesem Tank schafft. Deswegen ist er auch so groß ausgelegt. Die Anlage muss aber auch so groß ausgelegt sein, sonst habt ihr einfach nicht diesen Effekt, den wir am Ende erreichen wollen. Weil eine kleine Leistungssteuerung kommt am Ende auch noch dazu, aber das sehen wir im nächsten Video auf dem Prüfstand. Ja, und dann gibt es halt noch weitere Vorteile. Das ganze System wird die ganze Zeit gespült. Das heißt, Ladeluftkühler, Rohre, Einlasskanäle, Kopf, ist immer alles richtig schön sauber. Abgastemperatur geht nachweisbar runter. Ich tippe immer drauf zwischen 30 und 50 Grad. Nicht ohne Grund wird es zum Beispiel bei dem einen oder anderen BMW, ich glaube es war M4 GTS, in der Serie eingesetzt. Die haben wirklich Serie so eine Wassermethanol-Einspritzung. Oder nur eine Wassereinspritzung. Man kann es auch nur mit Wasser fahren. Dann hat man zwar kein klopffesteres Gemisch, aber die Temperatur geht runter. Und wenn die Temperatur geringer ist, ist das Gemisch auch wieder klopffester. Also selbst nur mit Wasser hat man trotzdem eine Klopffestigkeit, dadurch, dass die Temperatur einfach runtergeht. Puh! Ja, das waren jetzt schon mal zum Anfang mal wieder ein paar Wörter. Wir hatten das Ganze damals schon vorbereitet. Das heißt, Düsen sind schon drin, Kabel liegen auch schon. Bisher habe ich mich nur immer gesträubt, dieses Gewicht vor dem Tank einzubauen. Und genau das werden wir heute tun. Also, wir fangen einfach mal an und gucken mal, was das Zeug hier eigentlich wiegt. Es geht los mit dem Tank. Ich meine übrigens, es waren 26,5 Liter. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Der Tank hat schon mal 1,45 Kilo. Dann geht es weiter mit der Pumpe. Hat leider auch nochmal 2,25 Kilo. Dann muss ja irgendwie dieser Tank auch festgemacht werden. Und da wird mitgeliefert diese Stahlhalter mit 0,6 Kilo. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall direkt entwerten, weil das geht in Alu auf jeden Fall leichter. Jetzt die große Frage, wo platzieren wir das Ganze? Ich habe wirklich lange überlegt. Ich blende hier zur Sekunde nochmal unsere letzte Radlastvermessung ein, wie das Auto so gewichtsmäßig ist. Und bin zum Entschluss gekommen, eigentlich muss es hier hinten irgendwo rein. Also falsch, ihr seht ja hier, die Kabel und Leitung liegen hier hinten eh schon. Das heißt, hier hinten irgendwo muss es rein. Idealerweise würden wir es natürlich da vorne neben den Beifahrersitz packen, statt dem Beifahrersitz. Jetzt ist es allerdings so, ich habe nach wie vor den Traum, dass ich mit euch zusammen irgendwann mal ein paar Runden fahre. Es sollte auf jeden Fall weiterhin möglich sein, dass ich einen Beifahrersitz einbaue. Das heißt, wenn ich da jetzt diesen fetten Tank hinstelle, ist das natürlich nicht so gut. Also muss der Tank hier hinten hin. Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Könnt ihr da hinstellen. Könnt ihr hier hinstellen. Wir könnten ihn hier hinstellen. Oder ganz darüber. So. Statt dem Beifahrersitz oder hier rüber.
Und da ist jetzt einfach die Frage, wo macht das Gewicht am meisten Sinn? Natürlich will ich am Ende auf eine Gewichtsverteilung von 50% links, 50% rechts und möglichst viel Gewicht nach hinten, dass wir annähernd an 50-50 kommen. 50-50 werden wir niemals schaffen. Ich glaube, es gibt auch kein Auto mit 50-50, weil selbst die TCR Golfs oder alle anderen TCR-Autos mit Frontantrieb haben alle ungefähr 60-40. Aber selbst von 60-40 sind wir noch weit entfernt. Deswegen glaube ich, zählt für mich in dem Fall eher, dass wir das Gewicht maximal tief stellen. Deswegen hätte ich jetzt Bauchschmerzen, den Tank hier drauf zu stellen, weil das sind bestimmt 15 cm höher hier als nötig. Weil am Ende auf der Rennstrecke zählt definitiv immer der Schwerpunkt, wie wir schon berichtet haben. Und der Schwerpunkt ist natürlich besser, wenn hier den Tank hier reinstellen. Ich habe übrigens unter den Tank schon so Gummiplättchen geklebt. Deswegen steht er hier schon so gut und klappert nicht. So, also ich glaube, ich werde ihn hier verbauen, weil wir sind immerhin noch relativ tief, sind in der Mitte und sind genau auf Höhe der Hinterräder. Das heißt, wenn hier später 26,5 Liter drin sind, 26,5 Liter sind übrigens nicht gleich 26,5 Kilo, sondern gerade das Methanol ist von der Dichte her geringer. Das heißt, es ist leichter. Das heißt, hier werden später im Betrieb, denke ich mal, werden wir so 20, 25 Kilo mehr haben, die auf der Hinterachse sind. Muss ich gerade mal rechnen. Wir hatten ja vorne, ja, wir sind jetzt ungefähr hardwaremäßig bei 4 Kilo, die wir jetzt reinbauen, und dann kommt noch die Flüssigkeit. Also ich denke mal, mit 20, 25 Kilo sind wir schon gut. Meine Gedankengänge dazu. Am meisten Zeit lasse ich definitiv aktuell noch auf der Bremse liegen, weil natürlich, wir hatten es, das Auto überbremst hinten. Jeder von euch kennt es bestimmt mit einer gebastelten Bremse, dass das Auto deutlich besser bremst auf einmal, wenn der Kofferraum voll ist. Und genau diesen Effekt wollen wir ein bisschen erzeugen. Das heißt, das Mehrgewicht, was ich mit rumschleppe, möchte ich dann immerhin nutzen zum Bremsen. Könnte ich übrigens auch das eine oder andere bei HWA mir abgucken, weil je leichter die Autos werden, je mehr Zusatzgewicht müssen die im Auto platzieren. Und ich denke eigentlich, dass wir hier ganz gut fahren, wenn ich das Gewicht hinten tief auf die Achse packe. Natürlich, da vorne wäre es noch tiefer und es wäre auch noch besser zum Schwerpunkt passend, weil es ist dann wirklich am tiefsten Punkt, knapp über dem Boden und der Ausgleich zum Sitz. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich glaube, dass wir die 50-50 links-rechts auch ohne das hinkriegen. Also wenn wir den Tank hier maximal weit nach außen schieben. Also wir können ja auch hier den Tank nicht mittig machen, sondern leicht außermittig. Ja, das sind ja wirklich dann immer hier nur Nuancen. Dann sind wir da schon auf dem richtigen Weg. So, und jetzt kommt noch die Pumpe dazu. Und auch bei der Pumpe habe ich lange überlegt, packe ich sie hier hinter irgendwo. Wo auch immer, auch bei der Pumpe, immerhin 2,5 Kilo, zählt, dass die maximal tief ist. Das heißt, die Pumpe werde ich hammerhart einfach hier verschrauben. Die kann ich schön außermittig packen, dass wir am Ende tief und leicht nach rechts kommen. So, hier ist übrigens der Auslass von dem Tank. Da geht die Flüssigkeit einfach raus an die Pumpe und geht dann über den Kollegen hier nach vorne. Als allererstes machen wir jetzt Folgendes. Wir bereiten alles vor, dass wir den Tank festmachen können. So, das heißt, ich werde aus zwei Alustreifen hier zwei neue Flachbänder biegen, Kanten. Normalerweise laufen die hier lang, ist mir allerdings zu weit auseinander, weil ich möchte mit den beiden Flachbändern hier auf diesen Verschraubungspunkt gehen. Und jetzt haben wir praktischerweise hier auch noch zwei Verschraubungspunkte. Das heißt, wir setzen hier eine Platte drauf, setzen da eine Platte drauf, also einfach nur anschrauben und nach hier stehend. Und schon können wir einfach von oben mit den Bändern drauf und los geht's. Das machen wir als erstes, dann kommt noch die Pumpe dran, dann muss alles verkabelt werden und dann hänge ich den Laptop ran und wir takten die Pumpe einfach mal an und gucken, was passiert. Eine letzte Sache, bevor ich an meine Werkbank reingehe. Digitaler Winkelmesser, Amazon, 10, 20 Euro. Wird euch das Leben so dermaßen leichter machen bei solchen Projekten, weil man legt das Ding ja einfach nur rein. Und kann halt einfach direkt den Winkel von dem Blech messen. Ungefähr 20 Grad in meinem Fall, von hier nach hier. Das heißt, ich weiß gleich ganz genau, wie ich dieses Blech da kanten muss, ohne etliche Male rein und rauszulaufen. Die kleinen Dinge, die das Leben einfacher machen. Hätte auch eine Pappschablone machen können, hätte es auch fünfmal kanten können. Aber messen ist dann doch am Ende immer das Einfachste. Hier kann ich es einfach schön anlegen und weiß ganz genau, also muss es so rumdrehen. So. Das ist mein Winkel, den ich brauche. Und los geht's! Stahl, Alu.
Natürlich nicht sonderlich fest, aber es wird auf jeden Fall ausreichen. Was machen wir als erstes? Ich habe mir hier erstmal die Mitte markiert. Diese Kantung, die ihr hier gerade seht, machen wir mit Absicht nicht rein. Das würde ich nämlich gerne als Vorspannung haben am Ende. Als Vorspannung haben, dass der Tank ein bisschen runtergezogen wird. So, das heißt, wir markieren uns jetzt auf beiden Seiten, wo wir eine 90-Grad-Kantung haben wollen. Jetzt ist es allerdings folgendermaßen, ich kante nach oben, das heißt, wir müssen es leider dann umdrehen und auf der anderen Seite anzeichnen. So, das heißt einmal hier und hier. Das Ganze machen wir jetzt gleich immer doppelt, da müssen wir nicht alles zweimal machen. Anschließend nehmen wir hier unsere altbewährte, günstige Kantbank, die nach wie vor ihren Soll erfüllt. Gerade für dieses dünne Alu jetzt gerade ist es natürlich wirklich vollkommen egal. Das war's auch schon. Nummer 1. So, jetzt seht ihr hier nämlich, da ich das jetzt hier noch nicht gekantet habe, am Ende beim Runterziehen kommt da gut Vorspannung drauf und das kann nirgendwo mehr hin. Ich habe es auch ganz leicht über 90 gebogen, dass das am Ende wirklich alles sich runterzieht. Jetzt gehen wir ins Auto, um hier die Höhe zu bestimmen, wo wir es dann wieder 90 Grad nach außen kanten, um genau diese Kantung hinzukriegen. Aber das machen wir lieber erstmal einmal kurz im Auto. 90 Grad Winkel sind dran. In dem Zuge habe ich mir gleich noch ein kleines Halteblech gebaut. 3 mm Alu einmal gekantet und schon ist da richtig Stabilität drin. Das kommt jetzt hier runter. So, das kann ich natürlich leider nur mit einer Titanschraube verschrauben. Sorry, geht nicht anders. Jetzt können wir hier zack und zack die Haltebleche draufschrauben. Tank ist maximal weit drüben. So. Und hier können wir das Blech sogar am Ende sogar noch minimal kürzer machen. Hier bohren wir jetzt durch, machen eine Einziehmutter rein, dass man am Ende jederzeit den Tank auch immer mal wieder rausnehmen kann. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Okay, wir brauchen das Ganze uns gar nicht zu markieren, weil wir sehen hier, ich hoffe, man sieht es gerade, auch das Band wird natürlich am Tank anliegen. Die Platte liegt auch am Tank an. Das heißt, wir können ausgebaut ganz einfach gleich hier durchbohren und eine Einziehmutter reinmachen. Auf dieser Seite wird genau das Gleiche passieren, nur dass wir tatsächlich den Tank, das Blechlein hier noch ein bisschen kürzen können. Das zeichne ich mir jetzt auch direkt nochmal an. Und dann geht's wieder rein. So, das war Schritt Nummer 1. Blech ist gekürzt. Jetzt zeichnen wir uns an, wo wir bohren müssen. Ich habe hier so einen geilen Einziehmutterkoffer. Kann ich jedem nur empfehlen. Man bohrt ein Loch, steckt diese Hülse durch. Anschließend mit der Zange quetscht man die Hülse auf die Wandstärke. Und die Hülse ist in dem Blech fest drin und kann sich nicht mehr mitdrehen und man kann es einfach anziehen. In dem Fall M6 reicht vollkommen aus. M6 mal 9 mal 15 heißt, wir müssen 9,1 bohren. Das heißt, als allererstes bohren wir jetzt die 6,5 für die Schraube, die durchgeht. Und dann bohren wir nochmal auf 9,1 nach. Ich kann euch übrigens sagen, wenn ihr einmal mit einer Standbohrmaschine gebohrt habt, dann werdet ihr immer mit der Standbohrmaschine bohren. 6,5. Na Mann. Los geht's.
Das war allerdings erst Schritt 1. Jetzt müssen wir die noch auf 9,1 aufbohren, dass wir dann das Gewinde reinziehen können. Diese Einsätze gibt es natürlich immer fürs passende Gewinde, M4, M5, M6. Wir wollen jetzt M6 machen, dann kommt die Einziehmutter hier vorne einfach drauf. Und anschließend einfach nur durch das Loch durchstecken, zack. Jetzt natürlich wieder rausdrehen, logischerweise. So, hier sieht man jetzt richtig schön, wie die Mutter sich auf der hinteren Seite gespreizt hat. Und wir jetzt hier richtig schön einfach eine Schraube reindrehen können. Das machen wir jetzt mit der zweiten auch noch und dann geht's wieder ins Auto. Das gefällt mir doch schon mal sehr gut hier. Den Halter können wir am Ende sogar noch ein bisschen kleiner machen, ein bisschen lightweight hier. Die Ecken können wir noch wegnehmen, die brauchen wir nicht. Bis hierhin würde ich ihn schon stehen lassen. Aber so als erstes sieht das doch schon mal richtig geil aus hier. Jetzt habe ich gleich für die andere Seite auch ein Blech passend gemacht, damit wir da gleich weitermachen können. Und zwar, ich sage euch übrigens, aber Innenraum mit dem Käfig drin ist kein Spaß mehr zum Schrauben. So, hier steht unser Tank. Jetzt geht es um dieses Blech, was jetzt hier kommt. So, hier haben wir zwei Bohrungen. Das heißt, wir wollen jetzt als erstes feststellen, wo muss die Kantung sitzen. Dafür messen wir jetzt hier. Sechs Zentimeter. Das heißt, dieses Blech nehmen wir jetzt und bei 6 cm kanten wir den Winkel rein. Ich bin gleich wieder da. Ah, diese Arbeitsposition in diesen Autos mit Käfig ist wirklich toll. Jawohl, das sieht doch gut aus. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum steht das hier gerade oben ab? Hat einen Grund. Ihr habt ja aufgepasst, auf der anderen Seite habe ich Stabilität reinbekommen, indem ich es hier abkante. Das heißt, jetzt kann ich hier runterkanten, 90 Grad, dann wird das Ganze stabil und das ganze Blech wandert passend runter. So, das heißt, ich markiere mir jetzt nur einmal, wie kurz es maximal werden darf. So, bin gleich wieder da, einmal kurz 90 Grad Kante. Also ich muss echt sagen, mittlerweile machen mir diese Blecharbeiten richtig Spaß. Ist jetzt natürlich so richtig stabil dadurch geworden. Und der spannende Moment. Jawohl. Das sieht doch geil aus. Jetzt können wir hier die Platte schön ranschieben. Neben das Loch schieben und sehe genau, dass hier die Schraube ist. Und auf der Seite. Jetzt messen wir einmal den Lochabstand. 140 mm Lochabstand. Das heißt, jetzt gehen wir wieder rein und machen hier einmal 140 mm 10er Löcher. Aber eigentlich können wir vorher auch direkt noch eine Sache machen. Und zwar, wir bauen die wieder an und zeichnen uns schon mal wieder einmal die Länge der Bänder an. Wieder 90 Grad biegen, einkürzen, Gewinde durch. So, bevor es jetzt an die finale Montage geht, müssen wir das Ganze leider noch mal wiegen, weil, was soll ich sagen, ich konnte es wieder nicht sein lassen und habe doch noch wieder ein bisschen Lightweight gemacht. Ich finde, das kann sich echt schon sehen lassen. Waage an. Ich bin gespannt, ob wir das überhaupt wiegen können. Eins, zwei, vier. Jawohl, 0,3 Kilo. Ihr erinnert euch ganz am Anfang des Videos, die Stahlhalter hatten 0,6. Das heißt, wir haben die Hälfte des Gewichtes und zusätzlich noch die Halter, um das Ganze zu verschrauben. Das machen wir jetzt. Guckt euch das an. Ich muss echt schon sagen, das gefällt mir. Das ist wieder so eine typische Arbeit hier heute, die man einmal macht, die aber für immer so bleiben kann. Irgendwie hat irgendwie was von einem Sport. Aber jetzt muss der Tank hier rein. Zieht es euch rein. Ich
denke, das kann sich sehen lassen, oder? Also mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Sitzt so richtig schön bombenfest hier drin, scheuert nichts. Das können wir genau so lassen. So, jetzt Frage mit der Pumpe. Da habe ich mir Folgendes überlegt. Die setzen wir jetzt genau so hier hin. Das heißt, die Pumpe sitzt nach rechts und ganz hinten. Das heißt, wir verbinden hier einfach nur einen kleinen Schlauch und dann von hier gehen wir nach vorne. Ganz wichtig, hier muss noch ein Rückschlagventil dran, weil wir wollen ja nicht den Ladedruck, wenn die Wassermethanol aus ist, hier reinpumpen, sondern nur, wenn die Pumpe an ist, soll die Flüssigkeit nach da gehen. Das heißt, wir brauchen ein Rückschlagventil in die Richtung. Das kommt ja auch noch hin. Hier mache ich mir jetzt das Leben einfach. An der Pumpe sind schon so Gummiblöcke dran, also die ist schon schwingend gelagert. Das heißt, ich zeichne mir das jetzt einfach nur an den vier Stellen, bohre hammerhart durch die Karosse, weil ihr seht, hier sind überall Löcher. Ich mache anschließend eine Einziehmutter hier rein, dann ein bisschen Fett an die Einziehmutter und dann sitzt genauso hier die Pumpe drin. Allerdings können wir es leider nicht fertig machen, weil ich habe gesehen, ich habe für diese dicken Kabel keine Stecker mehr. Ich will hier natürlich eine Steckverbindung zwischen machen. Alleine aus dem Grund, wenn ich die Pumpe irgendwann mal demontiere. Aber für diese dicken Kabel habe ich meine schönen Autosportstecker nicht mehr. Wir machen jetzt Folgendes, damit das Video auch mal zum Ende kommt. Ich mache noch kurz die Pumpe fest. Und dann mache ich den Tank mal randvoll. Wobei, nee, ich sage, es ist aussagekräftiger, wir machen ihn nur halb voll. Wir machen den Tank nur halb voll, weil das wird der Zustand sein, wo ich wahrscheinlich im Durchschnitt am meisten mal fahre. Und dann, das Auto steht nämlich eh noch auf der Radlastwaage. Gucken wir uns mal an, was gewichtsmäßig sich geändert hat. Das Auto steht wieder auf eigenen Rädern. 966 Kilo ohne Fahrer. Aber ich hatte ja gesagt, es zählt nur für mich mit Fahrer drin. Das heißt, jetzt muss ich noch mal kurz reinspringen. Wir sind bei 1055 Kilo fahrfertig. Jetzt muss man dazu sagen, Tank halb voll machen hat natürlich nicht geklappt. Da sind jetzt 20 Liter von 26 drin. Weil ich blende es nochmal ein. Vorher hatten wir 1030 Kilo. Jetzt haben wir 1055. Aber entscheidend für uns ist jetzt gerade das Verhältnis. Wir sind immer noch cross bei 50%. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir müssen theoretisch am Fahrwerk nichts verstellen. Wir haben tatsächlich 0,3 links gewonnen. Wir waren vorher links bei 51,7 Kilogramm und jetzt sind wir bei, ne, sogar 0,4 gewonnen. 51,5 auf der linken Seite. Das ist schon mal richtig. So, aber am krassesten sieht man, was am meisten ausmacht, zieht euch das mal rein. Wir waren vorher bei 34,7 Kilogramm hinten und jetzt sind wir bei 36,1. Das heißt, wir haben 1,4% Gewicht nach hinten geschoben, beziehungsweise in dem Fall hinten das Auto schwerer gemacht. Aber das heißt, wir sind jetzt bei einer Balance immerhin schon von, kurz Kopf rechnen, 63,7 zu 36,3. Da sind wir von dem TCR Golf 60-40, gar nicht mehr so weit von entfernt. Das heißt, ich glaube, das ist das Gewicht, was uns hoffentlich beim Bremsen die Hinterachse ein bisschen auf dem Boden hält. So ist zumindest meine Hoffnung. Das heißt, liebe Leute, das war's für heute. Ihr seht, wir kämpfen uns mühselig in Nuancen immer weiter durch. Mir macht's Bock. War ein geiler Tag wieder. Wassermethanol ist drin. Jetzt geht's wirklich als nächstes auf den Prüfstand. Da werden wir sie dann aktivieren. Und dann sehen wir nämlich auch gleich, ob das Ganze nämlich auch noch ein paar Pesen mehr bringt. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao.